Aber der intrikateste oder der hinterfotzigste Trick dabei ist, dass freilich das Rhizom, das diese beiden Positionen ins Werk setzt und aufeinander prallen lässt, nicht enthüllt, warum dieses Bewusstsein eine Existenzvorstellung erzeugen kann, nur um den Preis der Begegnung mit dem Tödlichen. Und wiederum die Begegnung mit dem Tödlichen erst dieses Bewusstsein aufrichtet, als einziges im ganzen Universum, um ihm als Entlohnung für den unbezahlbaren, unermesslichen Preis vorher ein wenig Theaterschauspiel zu gönnen und Ablenkung und Erleben und Erleiden verschiedenster Phänomenalitäten. Warum also dieses ganzen Weltenbühnentheater eines Bewusstseins an dieser Grenze des Tödlichen aufgespannt hat und umgekehrt die Grenze des Tödlichen erst das Bewusstsein der Welt, der Weltvorstellung davon generiert. Zu welchen letztendlichen Durchlaufzielzwecken der Beschleunigung das eigentlich gedient haben würde. Das bleibt dabei immer noch verborgen. Aber wir haben diese Antwort schon gegeben.